Ein herzliches Grüß Gott aus dem Kanal 3 Obersteiermark Studio. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für unser aktuelles Magazin. Wir haben wieder einiges für Sie vorbereitet und einen Auszug aus der Sendung sehen Sie jetzt in unserer Themenübersicht. Wir besuchten den Tag der offenen Tür der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule in Judenburg. Informierten uns über die neue Pflegeberatung im Murtal, waren beim Vorbereitungstreffen des Jugendlandtags in Knittelfeld und haben für unser Interview der Woche den Hauptbrandinspektor Gerald Stenk von der Freiwilligen Feuerwehr in Spielberg besucht. In Judenburg haben wir für Sie den Tag der offenen Tür der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule besucht. Gleich 4 neue Schulzweige starten im Herbst 2019. Und das umfassende Lehrangebot der BHK und BHS Judenburg, das kann sich sehen lassen. Die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Judenburg präsentiert sich mit insgesamt 4 völlig neuen und innovativen Schulformen. Am Tag der offenen Tür wurden die neuen Zweige zum ersten Mal präsentiert. Wir präsentieren heute die neue Europa-HAK. Wir sind die einzigen in der ganzen Steiermark, da sind wir sehr stolz drauf. Und da wird es viel um Internationalität gehen, um neue kreative Businesslösungen und so weiter. Also es wird ein ganz neuer, toller Lehrplan sein ab Herbst. Und dann haben wir als zweiten Zweig dann uns weiterentwickelt, die TUB wird zur Start-up-Hack. Hier geht es auch darum, dass kreative Lösungen gesucht werden, dass wir eine Kooperation haben mit Campus 02 und mit der Fachschule Joanneum. Und dann haben wir als dritte Schiene, wie immer schon, die IT-Hack, aber die wollen wir updaten. Das ist auch ganz neu, also wir haben ab der ersten Klasse dann Laptop-Klassen und wir schauen halt, dass wir immer am Puls der Zeit bleiben. Und es gibt auch diesen Lehrberuf für App-Entwicklung und Coding nach wie vor. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir wirklich die beste Ausbildung bieten. Neben der Europa-Hack, der Startup-Hack und dem IT-Zweig mit Update verwandelt sich der vierte Zweig, die Handelsschule, zur Schule des Handelns. Neu ist hier vor allem ein wöchentlicher Tag in der Praxis. Mit unternehmerischem Denken und Handeln sollen die Schülerinnen und Schüler für die Zukunft optimal vorbereitet werden. Neben fachspezifischen Fächern bietet die BHAG und BHAS auch eine große Sprachenvielfalt. Englisch, Französisch oder Spanisch und wahlweise Russisch oder Latein. Spannende Inhalte bieten natürlich auch die allgemeinen Fächer, von der Naturwissenschaft bis zum abwechslungsreichen Sportunterricht. Die neue Bibliothek bietet ein umfassendes Literaturangebot oder kann gemeinsam zum Peer-Learning genutzt werden. Wir haben eine Top-Wirtschaftsausbildung. Man kann nach der HAK direkt auch ins Berufsleben einsteigen oder auch weiterführend studieren gehen. Und wir haben auch eine Top-Sprachenausbildung. Und wir sind einfach eine Gemeinschaft und das ist das wirklich, was zählt. Das klingt nach einem positiven Schulklima mit fundierten Ausbildungsmöglichkeiten. 4 neue Schulzweige und das renommierte Angebot der Abendhack. So steht das gesamte Lehrangebot unter dem Motto Dein Weg in die Wirtschaft. Die Türen der BHS und BHK Judenburg stehen übrigens immer offen. Einfach anmelden und vorbeikommen. Die Infos im Detail findet man unter www.hku.at. Wer ist wofür zuständig? Was kostet wie viel? Und wer bietet rasche Unterstützung? Viele Fragen, wenn es um einen plötzlichen Pflegefall in der Familie geht. Die Pflegeberatung Murtal ist ein neues, kostenloses Service des Sozialhilfeverbandes und soll rasche, unbürokratische Hilfe bieten, wenn es um das Thema Pflege geht. Im Murtal werden ca. 5000 Menschen daheim gepflegt. Für alle Beteiligten eine herausfordernde Aufgabe. Ein plötzlicher Pflegefall im Familienkreis oder im näheren Umfeld wirft eine Vielzahl an Fragen auf. Wo bekomme ich schnelle und effiziente Unterstützung? Welche Betreuungseinrichtungen gibt es? Und letztendlich, nicht unerheblich, wie kann ich das alles finanzieren? Jetzt wurde vom Sozialhilfeverband Murtal eine Pflegeberatungsstelle ins Leben gerufen.
Im bunten Haus de la Tour in Knittelfeld informierten die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeschwester Josefine Stulpfarrer und der Seniorenaktivtrainer Robert Moser gemeinsam mit dem Obmann des Sozialhilfeverbands Murtal, Harald Bergmann, über die unabhängige und kostenlose Pflegeberatung. Orientierung und Überblick, quasi eine Schnittstelle wollen sie sein, die sich rund um das Thema Pflege dreht. Und besonders wird darauf hingewiesen, dass Angehörige einen Ort finden sollen, wo sie sich beraten und auch einmal durchschnaufen können. Sprechstunde ist Mittwoch von 9 bis 11 Uhr. Beratungen werden telefonisch, persönlich in der Beratungsstelle oder direkt bei Ihnen zu Hause angeboten. Weitere Infos unter der Telefonnummer 035 12 82 79 4. Der Jugend eine Stimme geben, das möchte man mit dem Konzept des Jugendlandtags erreichen. Wir haben für Sie ein Vorbereitungstreffen für den Jugendlandtag 2019 in Knittelfeld besucht. Unter dem Motto Dein Standpunkt zählt fand im großen Sitzungssaal der Stadtgemeinde Knittelfeld das Vorbereitungstreffen für den Jugendlandtag 2019 statt. Insgesamt sind es 13 Regionaltreffen in der Steiermark, bei welchen Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren sagen können, was Sache ist. Also im Steirischen Jugendlandtag geht es darum, der Jugend eine Stimme zu verleihen und den Jugendlichen auch Möglichkeiten für politische Partizipation, also für politische Handhabe mitzugeben. Diese Partizipation der Jugend spielt für die steirische Landespolitik eine wichtige Rolle. Eines der letzten Themen, welches sich mitunter im Jugendlandtag entwickelte, ist zum Beispiel das neue Jugendschutzgesetz. Denn aus den wichtigsten Themen der Regionaltreffen werden Anträge für den Jugendlandtag formuliert, um sie dort der Landespolitik und der Landtagspräsidentin vorzutragen. Und ich spüre, Sie nehmen das sehr, sehr ernst und das ist auch gut so, denn die maßgeblichste Aufgabe der Politik sollte sein, die Welt von morgen für die Jugend von heute zu gestalten. Eines der Themen beim Vorbereitungstreffen in Knittelfeld, der Ausbau der Infrastruktur, welcher gerade von Jugendlichen in ländlichen Regionen immer wieder angesprochen wird. Das Interesse beim Jugendlandtag dabei zu sein ist, wie man merkt, sehr groß. Ja, mir wird das schon interessieren, einfach weil ich grundsätzlich gern rede, meine Meinung preisgebe und auch einfach gerne mal sehen würde, wie das im Landtag so abläuft und wie die Politiker dann unsere Vorschläge annehmen und sie dann auch darauf reagieren. Politik zu erleben und zu beeinflussen, persönliche Anliegen und die der Region zu vertreten und ein Teil des Jugendlandtages 2019 zu sein, das liegt hinter dem Konzept und dem Motto Dein Standpunkt zählt. Der Gründerinnentag und die Start-up-Werkstatt in Leoben sind auch heuer wieder tolle Möglichkeiten für Neu- und Jungunternehmer, um Hilfe von Expertinnen und Experten zu erhalten. Wir waren geladen zum Pressefrühstück im Zwanzgers in Leoben. Unterstützung für Neugründer, das bietet in der Obersteiermark das Gründungszentrum ZAT, welches auch heuer wieder so einiges für Interessenten bereithält. Mit geballtem Expertenwissen führt man heuer am 24. Jänner durch den mittlerweile schon traditionellen Gründertag. Der Gründertag richtet sich an alle Gründungsinteressierten. Alle, die ein Interesse am Gründen haben, und da können wirklich auch Leute kommen, die sagen, ich denke mal drüber nach, ich habe noch nichts Konkretes, aber mich interessiert es gründen, bis zu denen, die schon in der Gründung stehen. Wir haben auch durchaus Leute, die schon vor einer Zeit gegründet haben und immer wieder was dazu lernen. Breit aufgestellt an alle, die mit dem Thema Gründen befasst sind. Und wir haben über 2 Stunden ein geballtes Wissen an Experten am Podium. Wir haben dieses Mal eine Podiumsdiskussion, die sich mit dem Thema Gründen beschäftigen. Das sind erfolgreiche Unternehmer in unterschiedlichen Stadien, die erzählen und anhand denen werden wir sehr stark geleitet vorgehen. Wie ist es ihnen gegangen? Was täten sie heute anders machen? Wo war es besonders schwierig? Wo ist es leicht gegangen? Wie haben sie es sich vorgestellt? Entgegengesetzt zum Gründertag richtet sich die sogenannte Start-up-Werkstatt 2 Tage zuvor an Personen mit bereits konkreter Gründungsidee. Hierbei werden innerhalb von 48 Stunden die bereits bestehenden Geschäftsideen weiterentwickelt.
Wir haben ganz viele Vortragende, sehr hochwertige und sehr gründungsbezogene Vortragende. Also das geht von Crowdfunder bis hin zum Steuerberater, bis hin zum Marketing-Experten, bis hin zum gestandenen, aber auch jemand aus dem Patentamt, die immer wieder Vorträge bringen. Aber parallel dazu stellen sich die Experten in den Dienst der guten Sache, indem sie zu jedem Gründungsprojekt hingehen und sagen, sag, was tust du? Was kann ich da helfen? Und das ist schon oft ganz interessant. Und da sagen auch die Teilnehmer der Startup-Werkstatt, da lernen sie unendlich viel, weil einfach einmal die Außensicht hineinkommt. Informationen sowie Anmeldungsformulare gibt es schlicht und einfach online unter www.unternehmerwerden.at bzw. unter www.startupwerkstatt.at. Also nicht zögern, unternehmen. Kultur im Zentrum Spielberg, das neue Frühjahresprogramm, präsentiert Ihnen Rudi Weißenbacher. Ja, das traditionelle Kulturpreisschnapsen gibt es natürlich auch wieder am Samstag, den 2. Februar, und zwar ab 14 Uhr im Grünen Säu. Und es sind wie immer bei diesen Kulturpreisschnapsen wieder sehr, sehr viele wertvolle Preise zu gewinnen. Einen HD-Flachbildfernseher, viele Geschenkskörbe, einen Ritt mit einem Auto am Red Bull Ring und vieles mehr. Und ja, das ist ja traditionell schon dieses Preisschnapsen und wurde mit meinen Kulturreferenten, mit meinen ehemaligen Kulturreferenten Adi Meier eigentlich ins Leben gerufen und möchten wir auch weiterführen. Und wie gesagt, am Samstag, den 2. Februar, ist dieses 6. Preisschnapsen bei uns. Ja, und die Anmeldung gibt es direkt vor Ort bei der Turnierleitung ab 13 Uhr im Grünen Saal im Kultur im Zentrum. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Eine starke Kombi, das schärfste Bild und das schnellste Netz der Region. Kabel-TV und Internet. Mit den Fiber-Kombi-Paketen 30, 100 oder 200 Mbit Bandbreite. Wow! Jetzt anmelden und 3 Monate gratis surfen. Die starke Kombi, Highspeed-Internet und Kabel-TV. Alles einsteigen in das schnellste Netz der Region. Aber feines Skivergnügen, wie es die Erwachsenen von heute in ihrer Kindheit erlebt haben. Leben Sie die Geschichte eines Skiliftes, der Sie in einen Winter wie damals entführt. Skifahren mitten im Ort, schneesicher durch die neue Beschneiungsanlage. Lernen Sie jetzt Skifahren mit den Profis der Schneeschule Klinger. Und für Kinder gibt es einen ganz neu gestalteten Kinderbereich mit Zauberteppich und Übungslift. Alle Infos gibt's unter www.skilift-obdach.at. Retten, löschen,
Bergen schützen. Das ist es, was die Feuerwehren in unserem Land 365 Tage im Jahr leisten. Gerade jetzt, wo der Schnee das Land fest im Griff hält, sind sie besonders gefordert. Ich habe mich deshalb mit Hauptbrandinspektor Gerald Steng, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg, getroffen, zum dieswöchigen Interview. Hola amigos! Genussliche Momente beim Interview der Woche wünscht Ihnen Mamas Tacos. Sie! Mittwoch bis Samstag, Mamas Lounge, Weißkirchner Straße 33, Judenburg. Hasta pronto! Ich begrüße Sie zu unserem Interview der Woche. Retten, löschen, bergen und schützen. Das sind Schlagwörter der Feuerwehr. Und die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren österreichweit, die haben im Moment einiges zu tun. Mit Schaufeln und mit Sicherheitsgeschirr, da versuchen sie, den Schneemassen den Gar auszumachen. Deshalb bin ich hier in der Freiwilligen Feuerwehr in Spielberg, habe neben mir den Kommandanten Gerald Stenk sitzen. Er ist Hauptbrandinspektor und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, in dieser turbulenten Zeit ein bisschen mit uns über diese Einsätze und über ganz, ganz viel anderes, was die Feuerwehr macht, noch zu tun. Danke, Geri. Hallo. Hallo. Ein herzliches Grüß Gott in der Feuerwehr Spielberg. Es freut mich außerordentlich, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Die Feuerwehr Spielberg ist natürlich für alles offen und das freut mich, dass wir ein paar Minuten plaudern können. Ja, wir werden die Zeit gut nutzen. Fangen wir jetzt einmal mit diesen Katastropheneinsätzen an, mit diesen Schneemassen. Da ist ja ganz, ganz viel zu tun, da ist viel zu koordinieren und ich habe gehört, auch ihr seid ins Ennstal und überall rausgefahren. Wie schaut denn das aus, Geri? Natürlich darf ich stellvertretend für alle Feuerwehrmänner heute hier sprechen und alle Feuerwehrfrauen, was in der Steiermark sind. Alle leisten großartige und spitzenmäßige Arbeit. Mhm. Auch wir durften einen Tag im Ennstal in der Gemeinde Bühren verbringen. Mhm. Wir sind gemeinsam mit unserem KHD-Zug, der was vom Bereich Knittelfeld organisiert wird, wo der Hopf Andreas von der GAL unser Kommandant ist, unser FMB-Kommandant, wo die Feuerwehr Spielberg auch involviert ist mit einem Fahrzeug bei den gewissen Zügen. Und wir durften mit 7 Mann dort mitwirken und haben dort wirklich von meinen Kollegen, habe ich erfahren, sehr viel erlebt. Aber das muss man halt sagen, das ist in der Feuerwehr Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr. Und das machen wir. Und auch wir in Knittelfeld haben es voriges Jahr erleben müssen, dass in der Gemeinde Kovenz auch die FMB-Züge kommen haben müssen. Und natürlich sind wir auch sehr gewillt und sehr bereit, dass wir auch in andere Bezirke fahren und helfen, wo wir nur können. Das heißt, wenn wir jetzt von Bergen retten, löschen und schützen sprechen, es geht die Sirene los. Was passiert als erstes? Ja, die Sirene geht los zu jeder Tages- und Nachtzeit, 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Das ist einfach unser Tagesgeschäft. Die Feuerwehrmänner zu Tag und zur Nacht kommen ins Rösthaus, funken auf die Landesleitzentrale nach Lebring, bekommen den Einsatzbefehl, egal welcher das ist, und dann rücken wir zu den Einsätzen aus. Das ist nämlich sowas, gell? In Österreich ist das eine freiwillige Basis, es ist europaweit, glaube ich, einzigartig. Ich wollte gerade sagen, einzigartig, ich habe es mir nicht sagen getraut, aber ich habe gedacht, das ist so. Ja. Wie viel Zeit investierst du jetzt und wie viel Zeit investieren Feuerwehrmänner, Frauen? Habt ihr Frauen auch bei ja, euch? Ja, natürlich, wir haben auch Frauen. Ja? Ja, die Feuerwehr ist nicht mehr, es ist nicht mehr der Feuerwehrmann, es ist die Feuerwehrfrau, es ist die Feuerwehrjugend, es ist einfach eine große glückliche Familie, was die Feuerwehr ist. Und einer alleine, so wie ich als Kommandant, ist nichts. Mhm. Wir alle sind sehr viel und gemeinsam können wir sehr viel schaffen. Mhm. Das heißt jetzt wirklich von der Zeit, vom Zeitaufwand her, wenn wir jetzt sagen, wir wissen ja nicht, wie die Unfälle, die Brände hereinkommen, aber es ist schon so, dass die meisten Menschen sind arbeiten oder die sind eben berufstätig oder sind vielleicht auch noch Schülerinnen und Schüler. Wie schaut das aus? Wie kriege ich frei? Wie komme ich daher? Wie macht das der Arbeitgeber? Ich kann jetzt stellvertretend hier für Spielberg sprechen. Und bei uns ist es wirklich so, wir sind im Jahr 2017 um die 300 Mal ausgefahren. Wir sind im Jahr 2018 um die 250 Mal ausgefahren. Man, es ist ein extremer Aufwand. Man muss dazu schon sagen, es gibt sehr, sehr viele kleine Einsätze, aber es gibt auch große Einsätze. Ja, um alle muss sich jemand kümmern. Ja, ja? Natürlich. Ich meine, wenn ein Einsatz ist, dann muss man ihn abarbeiten. Ja. Und es ist natürlich so, es spielt uns in der Feuerwehr
das Schichtmodell in den Firmen ein bisschen in die Hand, dass man ein bisschen sagt, es gibt 2-Schicht, 3-Schicht, 4-Schicht, das, was ziemlich gut läuft. Wir haben auch ein paar Landwirte. Landwirtschaft ist perfekt auch für die Feuerwehr, die was jetzt im Winter untertags, die Untertagsbereitschaft aufrechterhalten. Und halt natürlich jeder Mann. Ich sage, zum Feuerwehrmann wird man geboren und wird man nicht einberufen. Und das ist einfach so. Meistens kommt, dass man über die Familie das erlebt oder sonst zum Beispiel bei uns jetzt über die Jugend. Sicher ist es schwierig mit einem Arbeitgeber. Und darum hoffe ich auch, dass die Politik jetzt bald Zeichen setzt, weil man sieht es jetzt da, wo man sieht, was in Liezen und in Mariazell, in Bruckmur und überall los ist, dass sich die Feuerwehrmänner Urlaub nehmen, dass sie helfen können. Und das sollte halt sein, dass man da zum Beispiel Tage, 1, 2, 3 Tage im Jahr frei bekommt, weil die Arbeitszeit eines Feuerwehrmanns kostet nichts. Und wenn man das zahlen müsste, ich wüsste nicht, ob sich das eine Gemeinde leisten könnte. Wenn wir jetzt die Einsätze anschauen, du sagst, das sind 250, 300 Einsätze. Was ist denn der Großteil der Einsätze, die ihr habt? Ja, man hat früher gesagt, die Brände gehen zurück und die technischen Einsätze überwiegen. Was aber nicht mehr stimmt. Es werden Brände auch immer mehr, aber der, soll man sagen, 80% der Einsätze sind technische Einsätze. Okay, das ist zum Beispiel was? Zum Beispiel ein Verkehrsunfall, eine Suchaktion, eine Straßenreinigung, ein Wegräumen von Verkehrsteilen. Einfach für alles, was die Feuerwehr ist. Und das ist ja auch leider Gottes bei uns in der Gesellschaft so, die Feuerwehr wird ja für alles gerufen. Den Zivilschutz oder die Zivilcourage, was jeder hat, oder die Nachbarschaft, was man noch vor 10, 15 Jahren gehabt hat, wird immer weniger. Wer kennt seine Nachbarn? Und darum ist es einfach so, ja gut, man ruft 122, da kommt wer und macht die Arbeit. Und wenn wir das wieder zusammenbringen, dass jeder auf sich selbst ein bisschen schaut und wenn er selber nicht mehr weiter weiß, dann die Feuerwehr ruft, würde uns das viel ersparen. Und auch gemeinsam vielleicht ein bisschen, so wie du sagst, mit dem Nachbarn gemeinsam zu schauen. Werdet ihr wirklich auch geholt, wenn so Dinge sind wie die Katze ist am Baum, sie kommt nicht runter? Die Katze ist am Baum, sagen wir so, ist eher selten, aber wir haben auch schon gehabt, die Katze ist auf einem Stadeldach und kommt nicht mehr runter. Oder es hat sich ein Vogel irgendwo auf einem Baum mit einem Seil verhängt, das kommt schon vor. Ist aber nicht die Regel. Also das sieht man ja auch den Stellenwert. Schau, die Feuerwehr, die denkt jeder so allererstes, die haben auch im Kopf, wir wissen, dass die wunderbare Arbeit leistet. Arbeit leisten nicht nur die Erwachsenen, sondern bei euch gibt es auch außergewöhnlich viel Jugend, gell? Ja, auf die Jugend bin ich besonders stolz. Ja? Ja, voll. Wir haben 16 Jugendliche und ich sage, ich habe 2012 als Kommandant begonnen und ich glaube, dass ich heute nicht mehr hier sitzen könnte, wenn nicht mein Vorgänger darin auf der Stefan mit der Feuerwehrjugend begonnen hätte. Der ganze Mittelstand, was ich habe, ist eigentlich von der Feuerwehrjugend gekommen. Wir haben ja seit 15, 20 Jahren die Feuerwehrjugend und es kommen jedes Jahr 2, 3 Jugendliche raus. Wir haben auch 3, 4 Mädchen drinnen und das ist super und wir haben auch eine Feuerwehrfrau, was vor der Jugend kommt und es ist einfach spitze, wenn man sieht, wie die Jugend eine sinnvolle Freizeitgestaltung macht. Und bei uns, unser Jugendbeauftragter, der Peter Berwein, ist für das sehr, sehr gut. Der arbeitet mit einer gemeinsam mit Peter Kramer. Was macht ihr mit den Jugendlichen? Ja, es fängt ja schon einmal im Frühjahr an. Im Frühjahr kommt der Wissenstest. Da müssen sie gewisse Fragen lernen, kommandieren lernen, marschieren lernen, Knotenkunde, Gerätekunde. Dann geht es zum Feuerwehrleistungsabzeichen der Jugend. Da sind sie auf der Laufbahn, durch einen Tunnel durchkriechen und solche Sachen. Und dann machen wir halt andere Sachen auch noch dazu. Zum Beispiel, wir fahren mit der Jugend zu einem Kletterpark, dass sie das einmal sehen. Man muss eigentlich schauen, dass man die Jugend das ganze Jahr beschäftigt. Ein Jugendlicher, der was in einem Park oder auf der Straße unterwegs ist, ist sicher gut, aber ein Jugendlicher, was bei einer öffentlichen Organisation ist, sprich Feuerwehr oder sonst bei einem Jugendratkreuz und so, ist noch besser. Wenn wir jetzt auf einen Einsatz, ich denke jetzt auf einen Unfall, wenn ihr zu einem Unfallort kommt, ihr seid, wir sind ländliche Gemeinde,
Wie schwer tust du dir, wenn du da hinfährst und dir denkst, ich kenne das Auto? Dieser persönliche Zugang und vor allem auch die Jugendlichen, inwieweit sind die mit involviert, wann dürfen sie mitfahren? Vielleicht zuerst einmal das eine, wie es dir persönlich geht, wenn du jemanden kennst. Und das ist bei uns, glaube ich, ja manchmal der Fall wahrscheinlich. Ja, es ist schon manchmal der Fall, aber ich weiß nicht, ob ich nicht in meiner langen Feuerwehrkarriere schon ein bisschen ausblenden kann. Okay. Ich sage immer so, wenn ich zum Einsatz komme, dann fahre ich meine taktischen Linien ab, das, was man eigentlich in der Feuerwehrschule gelernt hat. Mhm. Ich fange zum Erkunden an, ich mache mir dann eine Beurteilung, schließe einen Entschluss und nachher gebe ich einen Befehl oder einen Entwicklungs- oder einen Angriffsbefehl. Mhm. Das ist einfach so. Und hinten noch, das kommt erst alles nachher. Okay. Und für mich ist dann halt immer so, wenn wir schlimme Situationen erlebt haben im Rösthaus, dann setzen wir uns im Rösthaus zusammen. Mhm. Wir vermeiden, dass wir die ganz die Jungen zulassen. Yeah. Die lassen wir im Auto sitzen. Das ist einfach so. Und das, wenn heute sowas ist, da sage ich zu den Leuten, wer mutet sich oder wer maßt sich, dass du das dazugehen kann? Yeah. Wer traut sich das? Yeah. Und mit denen setzen wir uns dann getrennt zusammen und reden wir. Also weil durchs Reden, umso mehr, dass man redet, wird man Härtelage ganz oben schlucken kann man es nie. Yeah. Aber man wird es auch wieder los. Gell? Man wird es Gott sei Dank raus los. Von der Seele aber sprechen. Es gibt ein Kit-Team und so, die was uns professionell unterstützen. Wir sind da in der Steiermark wirklich gut aufgestellt. Das ist ganz, ganz super. Ja. Wenn wir von dem traurigen Thema jetzt rüber zu einem anderen rutschen, wir sind ja die einzige, der einzige Ort, die einzige, entschuldige nicht Ort, die einzige Stadt, bitte, ja, Stadt. Spielberg. Ja, bitte, die Stadt. Die eine Rennstrecke hat in Österreich. Seid ihr da auch zuständig und wenn ja, was ist da alles zu machen? Ja, der Red Bull Ring gehört natürlich in unseren Löschbereich. Und gehört in unseren, ja, das heißt ja. So Löschbereich und wir sind auch für das zuständig. Mhm. Das heißt, wir haben die ganzen Gebäude und den ganzen Brandschutz bei jeden Rennveranstaltung, bei der größeren Veranstaltungen wie zum Beispiel Formel 1 oder MotoGP, weil es ja 100.000 Leute sind, bedienen wir uns natürlich, da übernimmt die komplette Einsatzleitung unser Landesbranddirektor, Stellvertreter, der Erwin Krankl, natürlich immer gemeinsam mit mir und mit dem Kommandanten von Flatschach in AB Stürzlandi, was man wirklich sagen muss, was eine super Zusammenarbeit ist. Wir sind da auf Augenhöhe, da wird es nie irgendwas geben, dass irgendwas vorbräucht wird. Wir arbeiten da Hand in Hand und das sind einfach ja, super Geschichten. Ich meine, wir in Spielberg, wir haben drei Feuerwehren, Spielberg, Sachendorf und Flatschach. Und der Dank muss jetzt aber zurückkommen zu unserem Bürgermeister, zum Manfred Länger, weil der muss für drei Feuerwehren immer ein Budget aufstellen. Und das möchte ich jetzt auch da sagen, ich meine, das sind ja wirklich große Summen, was da ist. Und der bemüht sich da alle Jahre mit seinem Gemeindeteam, dass er das alles zusammenbringt und dass er das alles macht, weil jede Feuerwehr, die man wünsche, man, das ist klar, wünscht dir was, ist immer so, aber bei uns werden auch Geräte kaputt oder laufen aus und der Bürgermeister schaut wirklich, dass das alles erfüllt wird, was wir brauchen und auf dieser Sache muss man wirklich sagen, danke, danke, dass er es ihm gibt und dass er das alles für uns macht. Besprechen könnte man noch viel, viel mehr. Die Zeit wird uns wahrscheinlich gerade davon gelaufen sein. Ich sage noch einmal danke den Feuerwehrmenschen in ganz Österreich, in der Steiermark, in Europa, wo immer ihr uns auch sehen könnt, dass du das jetzt mit mir gemacht hast. Aber bevor wir jetzt stoppen, habe ich noch ein paar Fragen. Das ist jetzt nichts Persönliches, aber das sind einfach Fragen, die ich immer gern stelle. Ich fange an und du vervollständigst mir den Satz. Probieren wir's. Mein erster Handgriff, wenn ich die Alarmmeldung bekomme, ist? Das Funkgerät einschalten. Nach einem Einsatz brauche ich am meisten? Zeit in der Feuerwehr, um mich zu bedanken, dass alle gekommen sind. Gemeinschaft bedeutet für mich? Alles. Allein ist nichts, gemeinsam alles. Bei der Freiwilligen Feuerwehr bin ich seit? 9.01.1994, 25 Jahre. Mein Jubiläum. Und das Schwierigste an meiner Arbeit als Hauptbrandinspektor ist? Alle Feuerwehrkameraden zu motivieren, dass sie immer zum Einsatz kommen. Weil das muss unser größtes Ziel sein. Du musst immer jeden motivieren. Du musst jeden Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau so weit bringen, dass sie auch in jeder blöden Situation, wenn sie irgendwie viel Arbeit haben, trotzdem aufstehen in der Nacht und kommen, weil umso mehr das kommen, umso besser wird geholfen. Ich habe eine ad hoc, die fällt mir gerade noch ein. Von den Menschen außerhalb, die jetzt bei einem Unfall nicht beteiligt sind, aber nebenstehen, von denen wünsche ich mir was?
dass es kein Handy mehr gibt. Das habe ich jetzt gerade so in meinem Kopf drinnen, weil man gedacht hat, es gibt ganz, ganz sicher viele Menschen, die Einsätze stören können. Ja, genau. Okay. Ganz schlimm, dass bevor irgendwas ist, das Leid schon auf Facebook ist. Katastrophe, mit der Katastrophe enden wir nicht. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bedanke mich nochmal im Namen und ich bin mir sicher auch von den ganzen Zuseherinnen und Zusehern von Kanal 3 und mit, von meinem Team, dass ihr für uns da seid, dass du heute Zeit gehabt hast für uns und ich wünsche euch das Allerbeste und unfallfreie Einsätze und Arbeit und ganz, ganz viel Jugend und Spaß. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. Hat mich sehr gefreut. Kurznews aus der Region, die haben wir nun für Sie vorbereitet. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Ökoprofit ist ein Programm, das Unternehmen unterstützt, in den Bereichen Energie, Ressourcen, Abfall, Mobilität im Sinne der Nachhaltigkeit umweltrelevante Maßnahmen umzusetzen. 16 teilnehmende Betriebe, großteils aus dem Murtal, wurden nun von Landesrat Johann Seitinger mit dem Ökoprofit-Zertifikat ausgezeichnet. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der Regionalmanagement Obersteiermark West GmbH, dem BIT-Management und der Energieagentur Obersteiermark. Bereits zum 11. Mal wurde das Apfelberger Adventssingen mit großer Begeisterung von der Bevölkerung angenommen. Tausende Menschen pilgerten auch dieses Mal zu diesem einzigartigen Event und unterstützten mit ihrem Besuch Kinder in Notsituationen. So konnte heuer zum einen ein Betrag über 5.000 Euro an die steirische Kinderkrebshilfe sowie 15.000 Euro an schwerbehinderte Kinder des Bezirkes Murtal gespendet werden. Der Vorstand bedankt sich bei allen Unterstützern und freut sich auf weitere Zusammenarbeit unter dem Motto Helfen Sie uns helfen. Das war unser Kanal 3 Obersteiermark Magazin. Für weitere Infos zur Sendung besuchen Sie gerne unsere Homepage www.kanal3.tv. Einzelne Beiträge oder Interessantes finden Sie auch auf Facebook, YouTube oder Instagram. Die Murtaler Zeitung hat ebenfalls eine Programmübersicht für Sie parat. Im Namen des Teams bedanke ich mich fürs Zusehen. Haben Sie eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Baba.